Garderobe. Nämlich die Beratung Brianna, ein Kleid als Schatz. Ein Kleid für ihn. Kein Wunder, dass es versteckt hat. Brunn nimmt die Robe des Sanftmuts. Gisulf wird Augen machen, wenn er diesen Schatz sieht. Es kommt mir hexisch vor. Hey, cool. Okay. Es kommt mir hexisch vor. Schlag mal alles noch kaputt hier. So, alles kaputt geschlagen. So wirkt es schon unhexerischer. Unhexischer. Ach, hier oben. Was war der Schatz? Du meinst Gold, Juwelen, Funkeles Geschmeide? Ja, ja, ja! Lass das, Hexe. Der Welt ist kein Haustier, das mit einem hingehaltenen Knochen nickt. Ich fand deine Robe, nichts weiter. Das ist nicht wahr! Du bist nicht bloß! Klar, du bist ein Paladin! Es ist wahr! Was kann diese Robe jetzt? Naja, du kannst sie anziehen. Und dann hast du sie angezogen. Schutz vor Schaden, Raserei. Lass mich raten, nur sie kann die Robe anziehen, ja. Warum auch immer, warum können wir nur Frauen die Roben tragen? So eine sexy Robe ist doch auch was Schönes. Egal. Wir haben unsere ganzen Heiltränke für eine Robe verfeuert. Du bist sicher, dass von dort jemand kommt? Es wie für einen Idioten, der Plan ist genial. Schau wir sie! Kuckuck! Kuckuck! Überraschen! Ach, ich habe die falschen Waffen ausgerüstet. Gott, ich bin fast tot! Gott. Ja, ich nehme ja schon meine Keule. Ich mach den Steinhaken so. Die klauen mich schon wieder. Ich heile erstmal meine Charaktere noch ein bisschen hoch. Wegen weil, ne? Weil ich es kann einfach. Drauf, würde ich sagen, ne? Waffen. Hier, nimm mal deinen Hammer, ne? Vor allem einen Holzhammer. Was ist das für ein Schwachsinn? Wieso habe ich keinen Stahlhammer? Oder einen Gummihammer? Das wäre doch lustig. Ja, total. Ich mal aufnehmen, wenn ich so müde bin. Ich gehe die ganze Zeit und laber überhaupt nicht. Total langweilig. Aber ich mach's immer wieder. Heilende Hand gelernt. Vielen Todes, ja. Toll. Hier gibt's wahrscheinlich wieder nichts. Doch, Alraunen. Nein, Karotten. Eine Rotrübe. Ach, ist doch alles dasselbe. Das ist grün und was. 10 Goldmünzen! Baby, ab nach Las Vegas! Da ist Las Vegas, New York. Ihr lebt, Fremde? Dann habt ihr euch doch nicht so unlauf dem Schrecklichen gewagt. Was glaubst du, wie du vor dir hast? Ein heldenhafter Abenteurer oder ein Großmaul? Antwortet bitte ehrlich! Ich bin sogar nicht aufs Gesicht sehen! Hör auf! In meinem Rücken zu zwitschen! Zwischen. Wo steht da durch einen waschechten Abenteurer gegenüber? Ein erfolgreich noch dazu? Hey, soll doch antworten. Treib keine Späße mit unserem Leid, Fremde. Olaf, den du schrecklich nennst, ist nur noch tot, Dorfvorsteher. Oder bezweifelst du auch mein Wort? Dann ist es wahr, Herr Paladin. Was für eine Nachricht, was für eine Nachricht. Ich spreche ihn gleich mal wieder anders. Helden halten abschließende 50 EP, weil sich jemand so über die Nachricht freut. Aber ach, bei Naffer, dann war Geralds Wagen also umsonst. Bist du nicht zufrieden? Was denn nun wieder? Einer unserer Fischer ist verschollen. Er versucht, Olafs Gier zu entweichen, dem er weit im Süden auf Fang ging. Aber dort sind gefährlich und nur weh, bekannte Gründe. Vielleicht wagst du die Suche nach ihm. Ich dachte, du seist arm, um für meinen Dienst zahlen zu können! Schal, ich dachte, das Abenteuer hat Olaf für ein Band der Verbundenheit zwischen uns. Ja, Götter, gibt es nicht anders außer Beute und Lohn, das sich rührt? Ich will in meine Augen etwa ein Ja! Du
gewisse verschollene Fischer seinem Schicksal überlassen? Du hast recht, das wäre voreilig! Vielleicht hat der ja Geld! Mir gefällt seine Denkweise. Süden? Das ist im Norden, oder? Ganz klar, Süden ist im Norden. Macht der so? Naja, der bleibt da noch eine Weile sitzen. Ich will auch ein Kissen haben. Was passiert überhaupt, wenn man es abdunkeln lässt? Das erfahrt ihr in der Vollversion. Oh, wo mag er nur sein? Wer da? Hey, guck mal, ein Krebs. Wow. Die Klippen führen gegen das Boot. Klar, mit 1-0. Au. Ich gehe da lieber mal weg. Da ist Schaden! Das zahlt die Versicherung und ich. Ja, dann Piraten! Seit unser Gewässer unsicher machen, muss ich immer Fahrgäste an anderen Fangrillen suchen. Naffer wurde einmal zu oft in seiner Nase rumgetanzt, denn heute war wieder gewaltig auf die Klippen. Es kommt auch besser! Die Piraten sind Geschichte! Dann ist die Kaffee also völlig umsonst! Kann es sein, dass ich gerade als ziemlich Idiot dastehe? Ach was! Na eben, wo hätte ich das auch wissen sollen? Mit 5 W sein wir Balsam, zarte Art oder im müde Gast. Ach, gestrauchelten wieder aufzuhören. Ich soll vielleicht erstmal lesen, bevor ich anfange zu reden. Ich brauche dringend Holz, dann könnte ich mein Boot wieder float machen. Hat er vor irgendeine Axt? Vielleicht von hier aus ein paar Springbüsche. Was mit deren Holz schlagt, wäre mir wirklich geholfen. Ich zahle auch dafür. Bin gleich wieder da! Den Hölzchen bisschen reichen, um den Schaden zu beheben. Ich rede total scheiße, aber wen? Hä? Ach, da. Du kannst nicht überall rausgehen. Das wäre ja unrealistisch. So, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Also hier scheinbar nirgendwo. Nein. Sag mir nochmal, wo ich hin muss. Nördlich von hier aus ein paar Springbüsche. Ja, ja. Nördlich! Hä? Wo denn? Honk fail. Oh, ich hab den Axt seitlich weggehauen. Yeah! Guck mich dancing, Baby! Den Axtgroove, ey. Das ist der Holzfäller-Tanz, ne? Das sieht voll komisch aus. Wenn du so 10 Kilometer weiter rutscht. Voll durch die Bäume durch mit seiner Axt. Ich finde das irgendwie cool. Das war ja das 100 Abonnenten-Special, weil das eine ganze Stunde lang. Ui, ui. Gott, ich bin so fertig und mach das am Ende noch. Hey, es könnte ein Oster-Special werden. Ja. Nein, da habe ich schon ein Spiel. Vielleicht. Komm. Dann, ich brauche eine größere Axt. Ja, definitiv eine größere Axt. Hm? Den Ziegelungenauigkeit. Komm, du Scheiß! Verdammt, ey! Du Sohn einer verdammten Eiche! So. Kahlschlag. Du hast das Holz! Lass sehen, ob was taugt! Mein Boot ist wieder seeklar! Komm jetzt zum schönsten Teil unseres Handels! Die Zahlung! Natürlich, natürlich! Und da will ich nicht lumpen lassen, dass mir ein ganz einfach funkler kleiner Odin wird! Perlen! Fischschuppen! Das war doch das Minus für deine guten Tat, Freund. Also bloß kein Dank. Bestimmt nicht! Grafikfehler. Das Ähnliche schwimmt. Weiter nochmal hinten? Nein.
Irgendwo da hinten ist nichts mehr Neues. Nein, im Westen nichts Neues. Oder so. Keine Ahnung. Sag mir nicht. So. Eieiei. Wer hat denn diese Gewässer gebaut? Das ist kein schönes Mapping. Liebe Leute, jetzt einen kleinen Ausflug und erholsamen Rast ein. Yeah. Ich will auch mal zu einer lieblichen, erholsamen Rast eingeladen werden. So, nun müssen wir dieses Tor noch aufknacken. Was war überhaupt da oben noch? Ach, da war ja nur dieses Dreckskraft. Boah, guck mal, es leuchtet. Das gucke ich mir jetzt den ganzen Tag lang an. Boah, es ist so spannend. Es wird niemals langweilig. So. Was ist das überhaupt für eine Rune hier, ne? Keine Waffe eingeschmiedet werden. Nee. Jetzt bin ich aber unglaublich informiert. Was soll ich denn den Keim machen? Gott. Ich muss ins Bett nachher. Ich hau die Renderung an, dann hau ich mich ins Bett, glaube ich. Da ist dieser komische Wolf. Und... ich hab... ich sehe da einen Beutel. Kann ich den Beutel haben? Der ist mir, glaube ich, schon mal aufgefallen, ne? Ja. Und ich komme immer noch nicht ran. You fail. Ja, nimm erst die Raune mit. Toll. Ja. Bla, bla, bla. Komm schon. Das Gespräch kennen wir schon. Wenn nicht, dann... dann nicht. Ja. Meine Gespräche werden auch immer anspruchsvoller und können kaum noch von normalsterblichen Menschen verstanden werden, da ihre unglaubliche Komplexität immer unglaublicher und komplexer wird. Und manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wenn ich einfach die Fresse halten würde. Aber den Gefallen tue ich euch nicht. No, vergiss es. So, wir können mal wieder nicht durch den Baum gehen. Weil sein kleiner Ast hält uns ab. Hier. Nee, der würde uns voll ins Auge schnellsten, wenn wir versuchen würden, an ihm vorbeizukommen. Total voll in die Fresse rein und... so kann ich die Rüben nicht mitnehmen. Die sind angekettet, ey. Festgenietet und verschraubt. So, jetzt weiß ich aber immer noch, wie ich an das Tor vorbeikomme. Wie ich an das Tor vorbeikomme. Ah ja, wenn ich soll ich doch die Piraten töten, oder? Na, Markt Weib! Habt ihr nicht eingesehen, dass das Abenteuerleben nichts riecht? Ein Wort gegen Tama! Und ich klau die Hörner um etwas! Wo ist der, die wehtut? Harrarrar! Hört ihr den an? Klingt fast anscheinend noch nicht so ein Milchzahn. Doch nicht so ein Milchzahn. Der Krämer hat plötzlich Blut in den Adern. Was wohl erfolgreich, wie? Und ab! Die Halle der Piraten ist leer gefickt! Gar nicht mal schlecht für so einen fetten Moppel. Ich dir nicht zugetraut. Ende ist Arno doch noch ein brauchbarer Jünger, hat dir verloren gegangen. Genug davon! Komm wieder zu meiner Belohnung! Wer hat dein Geschäft, wenn du dich erinnerst? Ha! Da ist der Krämer wieder da. Er sitzt hier tief in den Knochen. Aber ein Wort ist ein Wort, also gib Acht, ich lerne die versprochene Wuchtechnik. Und ich schreit heute mal so, ne? Das war die Theorie, siehst du, dass du die Praxis bei dem Kampf einübst, Digga? Lern Blitzschlag, das lernst du ab sofort den Kampf um der Wucht zu verwenden, wie so oft mit einer Wuchtwaffe ausgerüstet wurde. Ich hatte doch lang genug angestarrt. Jetzt wird's aus. Wohin sonst? Hey, ich geh vor. Von wegen. Dreck. Fressen die Kälte und so, ne? Eis und so, ne? Wer war das? Er! Bist du in der Pflege? Dreck, ich muss den Rücken zur Tür saufen, nur weil Kumpel sich vorgemogelt hat. Ist schlecht. Berengar kann schon wieder nicht verlieren, aber was, aber kann ich was für seine Stuhlbeine?
Lass mich raten, die Technik habe ich jetzt noch gebraucht, um das Tor kaputt zu machen. Das Tor, voll krasse Tor. Weißt du, Alter, voll krasse fett Tor, ne? Weißt du, das ist voll fett krasses Tor, ne? Voll fett krasse Tor. Wir sind sterben, Tor. Komm her. Ich hab die falschen Waffen ausgerüstet, oder? Nee, natürlich nicht. Jetzt, wo ich sie mal lade, habe ich die richtigen. Zeig mir den Tor, wie man entschlossen um dazu drittet. Alter! 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 Was will ihr? Sie lebt! Immerhin! Das muss ein Alter mit Tor sein! Das wird ihr angestellt! Hexen sind zäh. Glaub mir, Wälder. Damit kenne ich mich aus. Hast du das auch gesehen? Irgendwas steht aus Valtrada auf! Hab ja deinen Rahmen erinnert! Jeder trägt sein eigenes Dunkel in sich. Setz mich nicht mit der dort auf eine Stufe. Sie kommt zu sich! Was? Es ist fort! Mein Helfer, die Führung ist gelöst! Wie kann das sein? Wovon im Kahn gezackten redest du? Von meiner Eule! Du begriffst uns gefangen! Wir werden verbunden! Wir waren verbunden! Gisolf, verbunden! Mit dem Telefonkabel! Ach, was rede ich? Du verstehst es doch nicht! Das Tor hat dir einen Teil deiner Hexenkräfte genommen. Das ist wahrlich ein gülden gesegnetes Bauwerk. Das passt nicht! Was ist die Gülden und der Stände? Warum gehst du nicht einfach für uns auf? Sind wir nur heilige Zug, wie oder was? Das ist nicht das Tor. Nur weil das vom Tor geschieht, muss es nicht wegen des Tors geschehen. Nein, es ist das von meiner Eule selbst passiert. In meinem Dorf. In diesem Hinterwildnis! Ich habe keine Zeit, mit dir zu schreiben. Die Verbindung, die dich abreißen darf, ist durchtrennt. Ja, das geht mir mit meiner Internetverbindung hin und wieder auch so. Ist voll scheiße. Ich muss dahin. Ich muss. Geist musst du! Wir sind auseinandergekettet, Küken! Aneinandergekettet, Küken! Unser Weg führt da lang! Endlich einmal ein Wort, das seine Wähler schon lange im Mund geführt haben sollte. Gehst auf Giftbischer, du schuldest mir was! Und hier und jetzt fordere ich es ein! Elende Erpresserin! Was? Du gehst darauf ein? Aber das sage ich dir, Küken! Danach ist Schluss mit Genagel und Nachtragerei! Da wirst du ein liebesartiges Ding sein, das brav und ohne Wohl mein Wort folgt! Sagen wir, da ist das Giftwix so ein Teil abgekommen! Der Berg, Erwählter, er liegt direkt vor uns. Siehst du nicht, was die Hexe plant? Sie will unseren heiligen Zug vom Ziel abbringen. Hexenwerk, Hexenwerk! Dann halt dir eben so lange die Wache, Paladin! Wenn du es nicht mehr erträgst, deiner Welt zu folgen! Also gut, Valtrada, gehen wir und bereinigen, was immer in deinem Dorf sein mag! Deinem! Guck an! Wer kommt denn da? Toll! Mir ist es hin und her gelaufen. Ich laufe mir noch die Füße platt. Und die Schuhe habe ich auch schon seit 2 Wochen an, die Stiefel, ne? Oh, guck mal, Ketchup! Blut! Weil im Regen noch Reste zu sehen sind, muss eine Menge geflossen sein! Was ist hier geschehen? Ich war auf deiner Beerdigung. Das ganze Dorf war da. Du übrigens auch. Und nochmal standest du nicht unter den anderen drin. Du lagst. Trauerten. Aber es ist schön, dass es dir wieder besser geht, Traudel. Bisschen blass in die Nase. Sag mal, naschst du dort irgendwas? Traudel, wie wächst du? Traudel, du bist mir heute im Weg unheimlich. Ganz sogar unheimlich! Ihr Zombie, alle packt die Schrotflinten aus! Das kann nicht sein! Sondern es geht uns nur in alten Schauergeschichten! Wovon redest du? Das Wesen dort, Mann! Dort mag mal Onkel Traudem gewesen sein! Aber jetzt ist es! Beim Güldenen! Ein Wiedergänger!
dämonische Scheußlichkeit, kehr zurück in die alten Sagen und erschmecke meinen Stahl. Dann war es doch von Nutzen, diese abgeschiedenen Weiler aufzusuchen. Jetzt erweise dich, Erwählter, der Güldene wägt uns hart und unerbittlich. Zeige ihm dein Gewicht. Erwählter? So war es nie gedacht! Mit Wagen und Piraten nehme ich es auf, aber das da, ist ein Geschäft für andere! Schwarz nicht verzagt, du bist der Führer des Heiligen Zuges, es gibt keine anderen. Jochen, es hat einen einfachen Grund, warum ich so alt geworden bin. Ich weiß, weil es genug ist. Und endlich auf, mich den Erwählten zu nennen. Ich hätte das ganze Pose schon früher beenden sollen. Ah, ich war ein Narr. Ein schlauer Hochmeister weiß, wie man Menschen lockt. Und eine Zeit lang habe ich es genossen, einmal der Held zu sein. Ich war täppisch genug, fast an das Schauspiel zu glauben. Aber halt, das Licht kennt kein Aber. Helle oder schattenreich, dazwischen ist nichts. Da spricht ein eiserner Paladin, Brunn. Das hier ist dein Kampf, nicht meiner. Du bist es, der erwählt werden sollte. Wir wissen doch beide, dass ich ein Unfall bin. Es tut mir leid. Zurück mit dir. Wage es nicht, doch einmal gegen den lichten Gott der Wahrhaftigkeit zu lästern. Mach nur die Augen auf, Jürgen. Hör auf, die Dinge so zu sehen, wie du sie gerne hättest. Die Wahrheit. Du bist die Wahrheit, Erwählter. Auch wenn ich dich mit dem Schwert zur Erkenntnis leiten müsste. Du bist davon eine Idee besessen. Auf deinen Platz. Wenn Verblendung wehtäten müsstet, wehte... Wenn Verblendung wehtäte, müsstest du den ganzen Tag schreien. Ich sehe nicht klar, was ich dir anbiete. Ich biete dir meinen Platz an. Und erzähl mir nicht, du hast nicht die Enzkarren die ganze Zeit geholt. Du weißt es, ich weiß es. Du weißt überhaupt nichts, alter Mann.